Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pete's Meet Peace Pommentare mit allen aus dem Team Pete's Meet. Hallo. Macht aus Peace halt noch Pommentiert, alles gut. Nee, aber das heißt ja Peace Pommentare. Nicht. Echt? Ja. Pete's Meet Pommentiert Pommentare? Nein, das heißt Pete's Meet Peace Pommentare. Jede Folge ist überhaupt gar nicht mehr von Mrs. Vlog geklaut. Ist ja voll lame. Nee, wenn, dann wäre es von Waititi geklaut. Die haben damals, glaube ich, oder? Ne, Kelly kommentiert Kommentare. Was hat Waititi denn damals gesagt? Hieß es nicht auch Kommentare? Das war die Kommentare-Kommentiershow. Ja, genau, richtig. Ja, aber das ist die Kommentare-Pommentier-Po. Ja, aber wir pissen auf Kommentare. Ne? Das war die Doppeldeutung quasi. Nein, wir pissen nicht auf Kommentare, wir lesen sie. Wir haben in der letzten Woche sehr viele neue Formate gestartet und wollen da mal ein bisschen euer Feedback abchecken. Und wir starten mit Bang. Bang. Das, da war ich leider nicht dabei. Achso, da war sie nicht dabei. Ah, stimmt, finde ich sehr schade. Bang. Hast du was verpasst? Das ist mega, mega geil. Popcorn ist direkt. Das ist echt blöd gelaufen. Das mit der Facecam ist blöd gelaufen. Von Aber Jay. Wir lesen ja die Texte vor und erklären sie. Ja, bei Bang war ein bisschen das Problem, dass das Spiel ist auf Karten basiert. Und man die Texte nicht richtig lesen konnte, weil die Facecams davor waren. Ja, wir müssen halt ein bisschen abnehmen. Ja, am Kopf, am Kopf vor allem. Ja, was denn? Wenn du hast doch schon kaum Haare, die irgendwas verdecken. Ja, okay, gut, dann muss Peter halt seine Haare nicht rasieren. Das ist auch okay. Aber tatsächlich, ich meine, wenn du die Karten vorliest, dann ist das ja auch okay. Wenn du die Köpfe halt noch kleiner machst, in dem Spiel passiert ja nicht wirklich viel. Deswegen würde ich halt nicht hingehen und die Facecams noch kleiner machen. Man kann ja die Facecams aber auch irgendwie nach oben in die Ecke platzieren. Jetzt sie so einen Rand machen müssen, dass sie sofort links und rechts reinschauen. Ich muss mal in meine Aufnahme reingucken. Das sieht witzig aus. Ich habe nämlich noch eine Aufnahme, also wir haben schon drei Folgen aufgenommen, also damit müsst ihr auf jeden Fall leben und das Spiel ist halt auch geil. Aber ich glaube, ich habe die Karten bei mir nie so groß, dass der Text unten ist, sondern immer ein bisschen über den Facecams. Aber das muss ich noch gucken, ich habe es noch nicht geschnitten. Okay, das wäre doch gut. Aber 602, ich mach's groß, damit man's lesen kann. Und dann sieht man halt dieses Bild. Ist halt schon ja, geil. Ja, okay. Aber guck mal, Mirai Bell schreibt geiles Projekt und Peter, der gute Herr Gully Wix, bitte mehr davon. Das war, ist tatsächlich ein cooles Spiel. Was müsste denn beim Schnitt auffallen, dass was nicht stimmt? Was? Dass man die Texte von den Karten nicht lesen kann. Ja, genau. Ach so. Wow. Aber dann, wenn ich mir tatsächlich beim Schnitt jede Minute 55 Minuten angucken würde, dann würde ich, glaube ich, kein Video mehr aufnehmen, sondern nur noch Videos testen. Nee, die Facecams werden ja quasi am Anfang synchronisiert, wir klatschen halt. Genau. Und danach synchronisieren wir. Und dann setzen wir die halt unten in die Ecke und rennen dann halt durch. Das war jetzt einfach Pech bei Jay. Ich glaube, das ist halt einfach utopisch. Das zu versuchen. Also wirklich, dass man sich jede Minute da anguckt. Also müsste halt jemand einen neuen Bongo einstellen, der sich halt jedes Video anguckt und quasi. Naja, man hätte halt denken können, aber sowas vergessen wir halt auch mal. Und wir werden jetzt einfach in Folge 2 darauf reagieren und gucken, dass das nicht mehr passiert. Guck mal, Scavolo, 10 Sekunden. Was? Ich wusste gar nicht, dass Chris den Tarnumhang aus Harry Potter hat. Das passt wirklich voll gut. Bei welcher Timestamp? Bei 10 Sekunden. Ganz am Anfang. Achso. Voll nice. Haut Christian ja ab. Oh, voll geil. Stimmt, hinter dem Ding. Aber guck mal. Der Vorhang geht dann einfach so weg. Tschüss, Christian. Drückt mal bitte auf den Timestamp von 6 Minuten 2. Ja, und guckt euch Jays Gesicht an, Alter. So tief im Mundwinkel, das ist halt schon nice. Ist schon geil. Ey, dann hat doch Peter jedes Mal, wenn er irgendwie was aufnimmt. Ich glaube, so weit komme ich gar nicht natürlich runter. Ach ja. Der Moment, an dem ich komplett gebrainfucked wurde. Ja, Bram hat ein sehr, sehr gutes Game gemacht in der ersten Folge, muss ich sagen. Extrem gut. Hätte man gar nicht erwartet nach seinen Secret-Hitler-Leistungen immer, aber das war schon sehr stark. Das war echt eine witzige Folge. Ja, also wenn ich die Kommentare so richtig verstehe, geht es primär darum, dass das Spiel eigentlich ganz cool ist, aber die Facecams sind halt blöd. Und deswegen wird das halt bei Folge 2 und 3 dann beachtet. Und dann gucken wir bei Folge 3, ob es euch immer noch interessiert. Und dann würden wir weiter aufnehmen. Also es würde uns freuen, weil das Spiel ist mega geil.
Ich höre schon World of Warcraft. Ich freue mich auf neuen Aufnahmen. Das gibt's auch ohne World of Warcraft. Das können wir auch als Pokémon-Variante spielen oder als normale Variante geht's, glaube ich, noch nicht. Die sind halt aber leider nicht so ausgereift. Wir haben halt einfach die ausgereifteste genommen. Da war es halt WoW. Ja. Irgendjemand hat auch eine Peetsmeet-Variante gemacht. Habe ich heute noch per Mail bekommen. Also das könnte man sich auch noch mal angucken. Cool. Aber dafür müsste halt bei Folge 3 überhaupt noch das Interesse da sein. Das gucken wir dann mal. Dauert ja noch ein bisschen, bis man da ankommt. Ja. Das WoW-Universum ist einfach das Beste. Ja. Warte mal, bis wir das WoW-Brettspiel. Ich finde das katholische Universum am besten. 11.300 Daumen hoch, ist das schon mal ganz gut. Gut, kommen wir weiter. Deceit. Ja, das finde ich mega krass. Also ich bin ganz ehrlich, ja. Ich finde halt, dass das Spiel so angekommen ist, damit hätte ich halt gar nicht gerechnet. Wenn ich ehrlich bin. Also das Spiel ist viel besser angekommen, als es im Endeffekt bei uns angekommen ist, glaube ich. Ja, oder zumindest auch. Wobei ich persönlich finde, ich fand's sehr cool. Ganz geil, aber ich glaube, wir müssen einfach mehr spielen, um die Spielmechaniken zu schnallen, so wie bei TTT am Anfang, wo wir völlig überfordert waren, einfach nur scheiße waren. Wenn man so ersten Folgen guckt, dann sieht man, wie dumm wir eigentlich gespielt haben. Und ich denke mal, so wird das bei Deceit dann auch sein, wenn du dann reingekommen bist und weißt, wie du dich verhalten kannst und welche Strategien du fahren kannst. Ja, aber die, ja, also aber in der Trash-Night hätte ich so gerade kein Trash gegeben, glaube ich. Ja, das ist kein Witz. Ich fand das so cool. Ernsthaft? Krass. Ja, weil die Tiefe ist halt einfach nicht vorhanden in dem Spiel. Du spielst das Spiel das wahrscheinlich ist wirklich vier nicht. Und dann hast du okay, das was Spiel hast du bei TTT denn für eine Tiefe? Ja, das ist halt viel mehr. 15.000 verschiedene Items bei Traitors und das andere ist, ich kann Blut saugen und dann nicht verwandeln. Ja, ich wollte auch. Ja, okay, das ist ja dann euer Problem, dass ihr drei nur benutzt. Du benutzt jetzt auch nicht hier für alle. TTT lebt halt auch von dem gegenseitigen Verarschen. Das ist bei DC ein bisschen weniger der Fall, weil schneller klar ist, wer was ist. Und es geht dann halt mehr darum, die anderen spielerisch zu überlegen. Aber ja, nach der ersten Aufnahme, wir haben nur die eine Folge aufgenommen und da hat der ein oder andere schon gesagt, ja, mal gucken, wie das ankommt. Aber es kam sehr gut an. Das heißt, wir sollten dem nochmal eine Chance geben. Auf jeden Fall. Und Top-Kommentar passt halt auch, wa? Moray, Junge! Moray! Ja, das war bei der Trash-Night. Falls manche Leute sich fragen, was sollen denn diese Top-Kommentare mit Moray? Bram und ich haben eine Trash-Night alleine aufgenommen und das ist ein ziemliches Crap-Game gewesen, was so, wie Bram so schön sagt, ist das eigentlich brasilianisch, was die sprechen? Und da ist halt immer, wenn man tot ist, es steht da ganz groß, Moray! Das hat uns sehr, sehr amüsiert. Belustigt. Blonde Frisur und grüne Klamotten, das muss Peter selbst gewesen sein. Verdammt, ja, keine Ahnung. Das ist doch mal ein Video ganz nach meinem. Ja, das ist der Zweitkommentar. Ich habe halt, als ich getötet wurde, habe ich gesagt, es war jemand mit blonder Frisur und grüne Klamotten. Aber vielleicht habe ich im Todesbildschirm einfach nur mich selber gesehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was da passiert. Das wäre auch mega. Nee, Peter, aber du hast grüne Klamotten und eine blonde Frisur. Ja, deswegen habe ich mich. Achso, Moment, im Real Life? Oder selber. In Real Life, ja. Das kann ja gar nicht sein, das wäre ja weggekeyt. Nein, ich habe schwarzes T-Shirt an in dem Video. Ja. Okay. Ja. Ich freue mich so unnormal, dass ihr das spielt. Hab's auch schon bei Dalu gesehen und auch bei Curry, Dennis und Co. Ich liebe diese Mischung aus TTT und Dead by Daylight. Ja, manche Leute finden das Spiel halt einfach geil. Ja, also ist durchweg sehr positiv auf das Spiel. Wie wär's mal wieder mit The Hidden? Ja. Nein. Nee, wobei von uns werden das immerhin kein alle Spiel. Hidden. Hidden war echt nicht so. Ja, wobei. Ja. Hidden ist auch super schnell langweilig geworden. Das hat halt einen Grund, dass wir das dann irgendwann nicht mehr gespielt haben. Ne? Manowar Hardy ist nie der Hidden. Ja. Weil die Seed, Alter, was habt ihr für Kommentare manchmal? Mit 618 Daumen hoch. Ja, voll geil. Jay hat beim Sterben immer die gleiche Reaktion. Immer dieses Nein! Ja, aber ich frage mich ja, ihr müsst euch nochmal in der Community einig werden, wie ihr schreiben wollt, aber. Müssen mittlerweile auch mal verschriftlich werden. Ja, das ist halt auch einfach, wenn man halt unfair angegriffen wird, ja. Nee, das ging machen. Das passt einfach in allen Lebenslagen. Ich aktiviere ein Lever, dieses Englisch. Ja, ja. Ja, Englisch ist immer so eine Sache. Okay, also gut, war ich angekommen. Ich sehe schon, that it's simple, I see horror, I get a friend. Oh, wow, okay. Na ja, gut. Peter Schrei, mach mich geil. Gehen wir weiter zu, unseren Formaten, die wir gestartet haben im Zuge des Startup Mondays. Und wir beginnen mit dem Neuesten aus unserer jetzigen Perspektive. Der Dümmste ist raus, das Format von Jay. Und ich würde sagen, ein voller Erfolg. Nicht wahr, Jay?
Ja. Also klar, es ist halt echt, hätte ich echt nicht erwartet tatsächlich, dass es so gut ankommt, weil es halt dann doch, zumindest aus meiner Sicht, als ich es aufgenommen habe, für mich sehr, sehr chaotisch war. Ja. Aus meiner Sicht. Zu Beginn auf jeden Fall. Ich hatte halt, ich hatte hier so einen richtig fetten DIN A4-Zettel gehabt, da musste ich mir ich hatte vor mir die Fragen in einem Word-Dokument aufgeschrieben und dann musste man halt gleichzeitig die Sachen runterlesen, musste mich drum kümmern, wer jetzt als nächstes die Frage bekommt, musste dann gucken, wer quasi die Frage richtig beantwortet hat, musste dann mir die Bank auswendig im Kopf mitrechnen und dann halt auch dann aufschreiben, ab wann dann halt jemand diese Punkte geblockt hat. Und das halt alles in einem hat dann zu einem Fehler geführt, ja. Beispielsweise beim Verzählen von der Bank, ja. Das war halt so in der Post hat man das bemerkt, also gezählt Christian zu was sind es am Ende? 26 Punkte. 26, ja. Nee, war Quatsch, 32? Quatsch. Nein, 26 von der ersten Folge. Nee, ach, nee, das erste, ist falsch. Ja. Was war das denn nochmal? Die 16, Folge, 16, ich glaube, ich habe 40? Ich habe dir zwei Teile. 32 waren es, glaube ich, erst. Ja, es sind insgesamt aber 38. Boah, 6 Punkte mehr, leg mir am Arsch. Ja, ich habe mich da ein bisschen verrechnet, tatsächlich. Aber es hat echt Spaß gemacht. Das heißt, ich darf in der zweiten Folge niemals Bank sagen. Wobei, dann bin ich auch ganz schnell raus. Das ist auch scheiße. Ja, bist du ganz schnell raus, also, ne? Ja, wobei, nee, das kann er nicht. Auf die Bank hat ja nie einer geachtet. Weißt du, Bram hätte so auf Bank sagen können, dann hat auch keiner rausgevotet, deswegen. Nee, deswegen also ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas irgendwie vielleicht monatlich im Wechsel mit beispielsweise dem Nerdquiz kommen könnte oder sowas. Geil, Kommentar mit Peter disconnected, User disconnected from the channel, Bram disconnected, Buddy disconnected ja, from the channel. Ja, das ist hier mehrfach angesprochen worden. Das ist der eigentliche Skandal dieses kompletten Videos, dass Jay Bram als Buddy eingespeichert hat bei TS und mich nicht. Ja, Chris und Sepp, aber auch. Und Andy, Domi, Mikkel und Sven. Nur Peter nicht. Halt nur nicht die, die ich nicht mag. Das ist halt, um die Leute auseinanderzuhalten. Also okay. Wenn Buddy kommt, heißt das, okay, Jay oder Bram ist da. Und wenn nicht, dann heißt das, okay, Sepp oder Peter sind da. Crazy. Also für das vollkommen okay. Ich weiß jetzt gar nicht, dass du dich darüber so aufregst. Snobs kommen halt einfach nicht in meine Buddy-Liste. Das Tränchen. Ich hab aber irgendwo in den Kommentaren noch gelesen, dass man fürs nächste Mal vielleicht dieses Weiter überspringen sollte und man immer eine Antwort geben muss. Weil im Endeffekt verlierst du so oder so Punkte und so kommt dann quasi eine lustige Antwort vielleicht öfter mal vor. Ja, aber Weiter ist doch einfach, weiß ich nicht. Ja, aber ja. Genau. Aber du verlierst halt trotzdem die Punkte. Ja, gut, dann wird sich das vielleicht zu reinbürgern in Rot. Also wie Aids als Antwort. Rot. Ja, rot, okay. Rot, da hat Jay rot. Recht. Ja. AIDS. Weiter. Weißt du, weiter ist meine Antwort. So. Ja, okay. Quatsch. Antwort. Ich fand das einfach einen guten Aspekt, um das ein bisschen, um noch zu triggern, dass man lustigere Wörter. Damit halt noch weniger kriegt. Zeit für alle anderen Fragen da bleiben, die sowieso da was sind. Hast ja, wenn denn du weiter sagst oder Diarrhö. Jay, wenn du, der Top-Kommentar ist, bitte lass Feedback da wegen eine Menge Feintune. Hast du da noch was Spezielles mitgenommen, was du nächstes Mal anders machen willst? Also mein die Punkte, Feedback so wird. Also, es gab ja auf unserer Lieblings-Community-Seite gab es ja schon einen wunderbaren Vorschlag mit einem Programm, was entwickelt wurde. Das muss ich mir nochmal genau angucken. Stimmt. Wie das so ist. Ich habe mir allerdings auch, entweder werde ich das quasi zu der Dümmste ist raus anpassen oder ich habe mir noch ein neues Gaming-Format überlegt, quasi Game-Show-Format. Das könnte ich dann halt beim nächsten. Mit so drei Toren? Nee. Also es geht halt schon wieder um die Quiz-Show. Habe ich mir nochmal was anderes überlegt. Das wäre eigentlich auch ganz geil bei uns. Das werde ich dann, ich glaube, das wird einfach dann ein neues Format nochmal werden für Startup Monday, aber ich weiß nicht, ob ich es nächsten Monat direkt wieder raushauen möchte. Aber auf jeden Fall hatte ich mir dazu nochmal was anderes überlegt, ein paar kleine andere Sachen, aber so Feintuning, das Wichtigste ist, was ich am Feedback übernommen habe, ist, ich muss weniger Stress haben in den, in der Aufnahme, weil dann wird das Video, glaube ich, noch eine Ecke besser. Nee, dann wird es aber eine Ecke besser, weil. Ja, da schreibt dann aber niemand in den Kommentaren, dass du weniger schlecht bist. Ich fand das schon hart lustig, als dann, wer ist der Hund von Idefix gefragt wurde. Da war ich schon raus. Du musst erst überlegen, was will er mir jetzt sagen? Was ist die größte Insel in Kreta? Naja.
Ja, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe. Das Format würde besser werden, aber wenn sonst der Moderator halt noch nicht verwirrt ist. Die Sache ist halt, die andere Sache ist halt, dass es ja Punkte gibt, ne, die man da sammeln kann in dem, ja, in dem nicht vorhandenen TV-Format, ja, geht's um Geld, ja, dass man halt am Ende dann gewinnen kann. Ja, bei uns gibt's halt dann nur Punkte. Ich hätte 38.000 Euro halt gerne. Ja, kannst du dir von irgendwem von holen. Von dir abholen, ja, nicht außer von mir. Also nicht von mir. Kannst du von jemand anderem holen. Warum denn nicht? Also klar, ich weiß halt nicht genau, was, also es geht halt darum, einfach bei uns, würde ich sagen, geht es halt darum, den längsten Schwanz zu haben. Den hat ja Christian mit 38 Punkten. Und das würde ich sagen, ist halt genug. 30 Zentimeter, das finde ich gut. Das ist halt genug Ansporn einfach, um halt einfach den Besseren für das nächste Mal zu haben, glaube ich, bei uns. Manche fanden das halt nicht so cool, aber ich wüsste halt ehrlich gesagt nicht, wie man es halt anders angehen sollte. Ja, für den Gewinner kochst du. Ja, vor allen Dingen interessiert mich halt, wenn okay, so genau, für den Gewinner kocht nächstes Mal der Erste, der raus ist. Das ist eigentlich gar nicht so falsch. Ja, die Punkte sind doch eigentlich, die kriegst du ja erst am Ende. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, 38 Punkte. So, beim nächsten Mal kriegt einer 50. So, das heißt aber doch, wir haben beide schon mal gewonnen. Also, wo soll ich dann... Ja, das bedeutet aber, dass der Coolste... Ja, der Coolste mit 50 Punkten ist natürlich cooler als halt der Coolste mit 38 Punkten. Achso. Also, ne, es geht halt darum, den Rekord zusammen sozusagen zu machen. Dann hast du einfach noch einen längeren. Naja, ist aber noch ein längeres. Aber die Punkte hast du doch gar nicht selber erarbeitet, sondern eine nur durch Zipfellänge. Ja, aber ist doch schön, wenn man zusammen das erarbeitet und trotzdem Konkurrenz ist. Ist doch eigentlich ganz witzig. Wer war der Erste? Ich fand's okay. Cool. Geile Penisnummer, wir gehen mal weiter. Es war mal verboten. Das war das Dennis-Ding. Auch sehr erfolgreich. Allerdings auch ein bisschen umstritten. Aber nur ein bisschen. Hauptsächlich. Ich blende das jetzt hier ein. Hauptsächlich haben halt. Peter blendet das jetzt hier ein. Was soll ich denn einblenden? Umstritten ist. Ja, einfach das. Ja, okay. Ich zeig den Leuten gerade die Daumen, deswegen habe ich jetzt eingeblendet, bei 6 Minuten 27. Du musst das jetzt aber, das ist jetzt aber auch nicht machen. Da eins vergessen. Aber, aber ansonsten kam halt hauptsächlich, also der größte Negativpunkt war halt, und das war halt auch das, was ich von Anfang an als Tricky gesehen habe, ist, dass es halt ein sehr ruhiges Format ist und es ist wenig Entertainment in Richtung Rumgeschreie, gegenseitiges Dissen oder sonst was gibt, sondern es ist rein so ein faktesbasiertes Ding, was ich unbedingt ausprobieren wollte. Das finde ich richtig cool. Das wollte ich auf jeden Das Fall ist halt ein rein informatives Format, ne? Ja, genau. Es ist halt ein reines Informationsprogramm und wollte halt mal wissen, wie das halt bei unserer Community ankommt. Mit einem Thema, was mich halt selbst interessiert oder was ich halt selbst ein bisschen cool finde, dass es halt Sachen gibt, halt logischerweise. Was war das Thema? Die früher mal verboten waren, aber heute aufgrund von historischem Wandel, politischer Einstellung der Menschen, einfach Lebenswandel erlaubt sind. Achso, hast du nicht dich um ein spezielles Ding gekümmert, sondern dann direkt mehrere Sachen aufgezählt oder was? Nee, also das war jetzt, da geht's, in dem Video ging es nur um River Raid. Das war eins der ersten Spiele, die damals von der BPS indiziert worden sind, also der früheren BPJM. Und hab's dann halt, und es ist 2003 erst vom Index genommen worden, weil man ja diese 20-Jahre-Regel ungefähr hat. Es ist dann nach 18 Jahren aber schon vom Index genommen worden, so quasi ausnahmsweise. Ja, und ich habe das Spiel halt dann auch gezeigt und es ist halt. Das ist halt voll Bullshit, das Spiel. Es ist halt Space Invaders in mega Billo, ja. Und hab dann halt auch die Texte aus der offiziellen, aus dem Bundesanzeiger dann, von damals mehr rausgenommen, um halt die Begründungen mal zu lesen. Und nur mal ganz kurz, ganz kurzer Ausschnitt. Das Videospiel River Raid ist kriegsverherrlichend und verharmlosend. Wie der Antragsteller zu Recht erfolgt, soll sich der Spieler in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichter hineindenken. Das geht klar aus der Spielerleitung hervor. Scharfschützenqualität sind im Spiel gefordert. Ja, und da liest du halt so einen Text vor, der ewig lange ist, die Vernichtung eines gegnerischen Tanks bringt, bla, und das Kriegsverherrlichen und noch Gründe, weißt du, alles Leute zu ermorden wird vollkommen verharmlost, ja. So, und das siehst du alles vor und jeder denkt sich so, okay, was kommt denn jetzt? Und dann kommt halt so ein Billo-Spiel, wo du unten mit dem Flugzeug nach oben fliegst und möglichst viele Sachen abschießen musst, weißt du? Aber ist das nicht auch dann immer der entsprechenden Zeit zuzuordnen? Also, ja, genau, aber das ist ja bei vielen. Das ist ja bei Doom ja zum Beispiel genauso gewesen. Ja, aber genau, das ist ja der Punkt. Sachen, die halt früher mal verboten waren, aber heute halt erlaubt sind, weil das Spiel hat mittlerweile eine USK-Freigabe von 0. Ja, genau. Wobei, das bei 1 Minute 15 sieht mir das aber nicht nach River Raid aus. Und vor welcher Stadt sitzt du da? Ist das Shanghai? Das ist Footage-Material. Nein, das ist Footage-Material einfach für den Hintergrund. Und das Spiel kommt erst relativ am Ende bei in der Mitte, so bei 4 Minuten.
Ja, ja, ja. Genau, bei 4 Minuten 12 noch aus. Bei 4 Minuten 12 kommt es halt. Und war halt auf jeden Fall mal interessant, sich so ein bisschen mehr mit so einem Thema zusammenzusetzen. Und ganz am Anfang habe ich halt nur Sachen gezeigt, die halt in anderen Ländern mal verboten waren, wie zum Beispiel Alkohol oder Marihuana, und es jetzt nicht mehr sind. Und ja. Wenn irgendwann mal in Deutschland Marihuana erlaubt sein sollte, dann setze ich mich dahin und rauche einen Joint oder so. So, testen wir gemeinsam aus, warum das nicht mehr funktioniert. Das suchst du noch nicht in Dating-Ariane? Ja. Dann nimmt er nur Koks. Das ist ja, kein genau, Joint. Das ist nur Koks. Das ist was okay. anderes, Jay. Ah, Mann, das sind ja Herzen. Know your bei drugs, mein Drogen, Freund. Jay nimmt einfach mal alles wie Gummibärchen, rein, ja, genau. Eine blaue, grüne. Ist alles egal. Genau. Also, wie Key des ganzen Videos sollte einfach nur sein, zu zeigen, was halt früher mal verboten war und wie. Es ist aus heutiger Sicht einfach super lächerlich oder belustigend teilweise ist, das zu sehen halt, weil du dir heutzutage denkst, so, what, so ein Spiel ist verboten. Das mit dem Spiel fand ich echt witzig, weil das halt mega Banane ist. Ja. Einer der größten Comments ist, schade, ich persönlich hätte einen Quiz daraus gemacht, also eine These ist richtig und drei falsche zum Beispiel, also ein Quiz mit allen fünf. Ist eine coole Idee, finde ich, aber das sollte Bram vielleicht beantworten, aber ich finde es halt echt stressig, das ist ja so viele Sachen Idee. Zu finden. Ja, genau, also, das ist ja wieder ja, ist aber ganz andere Idee. Das ist ja kein Info-Ding, sondern dann ist ja dann wieder eine Gaming-Show. Ja, logischerweise, weil es. Und ich finde es tatsächlich ja cool, dass wir so ein Info-Ding bei uns haben, was funktioniert. Denn wie du schon sagtest, das ist kein Geschrei- und Diss-Format. Und dass sowas halt funktioniert, finde ich total gut. Das ja, und das wollte ich halt unbedingt mal ausprobieren. Ja. Wobei ich halt bei mir selbst auch gemerkt habe, dass ich das erste Mal so ein Video gemacht habe und da habe ich noch viel zu lernen. Was nimmst du denn jetzt mit? Ja, inwiefern okay. hast du da nochmal vor, was in die Richtung zu machen? Sagst du, nee, das ist jetzt irgendwie nicht so. Doch, also ich würde auf jeden Fall gerne nochmal was da machen. Also die Recherchezeit und so weiter geht halt auch echt voll klar, ja. Wie gesagt, weil zu vielen Sachen findest du einfach relativ schnell etwas. Hab auch noch ein, zwei Ideen für weitere Videos und deswegen würde ich es halt auf jeden Fall nochmal machen. Aber das ist jetzt nichts, was ich halt jede Woche rausbringen würde. Einfach weil. Ja. Keinen Bock, nur Info-Zeugs zu machen, wenn man das jetzt jede Woche bringt. Ja, ist halt ich auch glaube, in amerikanischen Gesetzen kannst du dich da sehr viel austoben. Ja. Okay. Ja, wobei auch in Deutschland gibt es halt noch ein paar coole Sachen. Ja, das stimmt. Next jo. One. Unglücksrad. Cool, jo. Ja. Der erfolgreichsten der Woche. Ja, der Star dieser Woche. Das Format von Sepp. Kam ganz gut an, habe ich gesehen. Ja. GZZ dafür. Haben wir auch schon die zweite Folge zu aufgenommen. Also das geht auf jeden Fall in die nächste Runde. Und wie ihr sehen könnt, auf jeden Fall am besten angekommen. Wie bist du drauf gekommen, Sepp? Du hattest ja dieses Mal beim Startup Mann dir sogar echt Probleme, dir was einfallen zu lassen und dann haust du so ein geiles Ding raus. Ja, ich hatte halt mega Probleme. Ich war auf dem Weg zu meinen Eltern und am Wochenende und wir haben ja dann montags unseren Startup Monday und hab mir dann auf dem Weg in den anderthalb Stunden Fahrt überlegt, was machst du denn im Startup Monday? Und das war einfach so schwierig, da was zu finden, wo du sagen kannst, boah, das machst du wöchentlich und das dauert nicht so mega lang und das muss auch alles funktionieren. Und dann kam ich irgendwie auf halt das Glücksrad, keine Ahnung warum. Göttliche Eingebung vielleicht. Lief gerade so bei 1 Live, so der Werbespot. Jetzt ist Glücksrad, im neuen Live oder so. Vielleicht hattest du vorher noch geguckt oder so ein paar Tage. Nee, gar nicht. Ich glaube, letztes Mal habe ich das vor 20 Jahren geguckt. Also. Weil es ist ja mittlerweile, läuft es ja auf einem achten Sender irgendwo bei RTL Plus ja, oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Aber ich fand es eigentlich eine ganz coole Idee, sowas mal in einem Spiel umzusetzen. Eigentlich wollte ich es in Minecraft umsetzen, aber das hat dann vorne und hinten nicht funktioniert und dann bin ich halt zur Scrap-Mechanik rübergegangen. Und gestern hatte ich auch noch auf Facebook und Twitter und so noch ein kleines Video veröffentlicht, wo ich gezeigt habe, wie ich mir die ganze Vorarbeit gemacht habe. Also ich habe mich hingesetzt mit meinem Büchlein hier und habe alle Notizen gemacht. Das Studio einmal Grundrissplanung und die ganzen Zahlen geplant, welche Farben, welche Werte, die Regeln und halt noch das Studio dahinter gebaut. Was ja dahinter steht, dieses kleine Studio, damit überhaupt alles funktioniert. Und zum Glück hat alles funktioniert. Ich war so glücklich, dass nachher wirklich alles funktioniert hat, weil es lag halt daran, wie kann man so eine Gaming-Show in ein Spiel integrieren. Das ist halt nicht ganz so einfach. Weil jetzt fehlt halt nur noch, dass du so Knöpfe einbaust, die dafür sorgen, dass sich die Buchstaben automatisch aufdecken. Das habe ich ja auch probiert, aber das geht. Boah, das ist halt. Aber das geht, also ich habe es probiert und es geht, aber es sieht nachher scheiße aus an der Wand. Sind LEDs? Weil du musst immer zwei Plätze freilassen. Und das ist halt damit super sich das kacke. Drehen kann, ne?
damit sich das drehen kann. Und kannst du das dann mit dem Schaltding, wie heißen die Dinger, mit dem Schalt, das Ding, was wir halt auch immer benutzen. Weiß ich nicht, wie das Ding heißt. Nee, diese Schaltung, dass du 90 Grad einstellen kannst, da wirst du halt 180 Grad einstellen. Genau, damit habe ich das versucht. Und dann drückst du dann auf den richtigen Knopf. Aber das ist halt schon möglich. War doch ziemlich picky. Und dann habe ich es lieber so gemacht, weil so ist es viel einfacher. Und eigentlich genauso. Ja, ist es halt auch. Ist es halt auch. Was wir mitgenommen haben, ist, glaube ich, dass wir gucken, dass man, oder dass halt Sepp guckt, dass man besser mitraten kann, indem die Begriffe dann irgendwie eingeblendet werden, oder? Ja, beim Schneiden dann zumindest sieht, wie viele Digits quasi das Wort hat, dass man mitraten, also dass man sieht, hey, das Wort ist 8 lang und der Buchstabe ist schon erraten, weil halt bei der ersten Aufnahme musste ich mich halt immer drehen, das war halt doof, um die Punkte zu sehen. Ja. Das haben wir jetzt auch ein bisschen anders gemacht. Der Moderator steht jetzt auf der anderen Seite vom Rad, sodass man die Punkte auch immer direkt sieht. Und auch gleichzeitig die Wand immer eigentlich irgendwie sieht, sodass der Zuschauer immer kompletten Überblick hat und nicht immer hindrehen, wegdrehen. Und das war, glaube ich, das Negativste. Und das, was wir jetzt direkt mal umgesetzt haben in der zweiten Folge, da bin ich sehr gespannt. Ich denke mal, das wird deutlich besser dann aussehen und ruhiger auch für den Zuschauer zum Zugucken, dass er nicht immer hektische Drehbewegungen sieht. Ah ja. Und, was meinen die mit den, ich finde, das könnte man als richtiges Projekt machen. Das ist doch ein richtiges Projekt. Ja. Ich glaube, die meinen für so ein wöchentliches Projekt. Als richtiges wöchentliches Projekt. Und nicht einmal im Monat oder sowas. Ja. Oder nicht nur nach der ersten Folge vorbei. Gibt es ja auch einige. Ja, ja, aber das muss es ja auch geben. Also manche, ich glaube, mit Dalu haben wir da schon drüber gesprochen. Wenn man halt irgendwie Sachen nur eine Folge lang macht, dann wird das direkt negativ aufgenommen. Aber das ist doch besser als gar keine und irgendwie so zum Ausprobieren ist das doch perfekt. Auf jeden. Ja, gerade dieses, also wir probieren in den letzten Monaten ja echt viel aus und da kannst du nicht alles direkt umsetzen, was dann regelmäßig kommt, weil dann irgendwas muss ja fallen. Allein so Quizshows und sowas, was das an der Vorbereitung halt frisst, das ist halt das unmenschlich. Soll ich fällt mir gerade ein, hast du schon neue Fragen rausgesucht? Was hast du gesagt, bei Dümmste ist raus, haben wir wie viele Fragen verballert? 200 noch was. 130 noch oder 120. 130 irgendwie so im Dreh. Das ist halt mega krass einfach. Ja, muss man halt sich mal überlegen. Also ich saß da, ich habe 200 Fragen insgesamt rausgesucht an dem Tag. Also ich habe jetzt noch ein paar übrig, aber ich muss halt noch mal wieder ein paar neue sammeln. Soll ich euch mal eine Anekdote zum Glücksrad erzählen, die ich habe? Die ist, glaube ich, gar nicht so unlustig. Okay. Und zwar, Glücksrad wurde ja damals von Frederik Meissner moderiert, ja? Ich weiß nicht, ob das irgendwie einem noch was von euch sagt, keine Ahnung. Ja. Genau, Maren Gilzer war damals die Assistentin, die immer die Dinger umgedreht hat, aber Frederik Meissner war das, ja? Und ihr wisst ja, dass in Twisteden, also neben unserer Heimatstadt sozusagen, ein großer Traberpark ist. Und ist so um die 1997, 96 rum, gab es da immer jährliche riesige Rennen, Pferderennen, Trabrennen, ja. Und Frederik Meissner ist ein großer Trabrennfahrer. Und der war quasi so damals der Special Guest, was natürlich eine große Sache war, weil Glücksrad war damals ja echt eine krasse Spielshow sozusagen. Wie Wer wird Millionär heute? Genau. Und deswegen war er halt ein großer Promi, sage ich jetzt mal. Und er ist dann danach zum Autogrammschreiben angekommen und ich wieder als kleiner Junge, so wie damals mit Harald Frenzen, bin da hingegangen, hatte wieder kein Stift und Zettel dabei. Ja, was hat Jonathan gemacht? Hat einen Mülleimer gefunden. Ja, in diesem Mülleimer waren so diese Pappschalen, wo quasi du Würstchen und Brot drauflegst und dann Ketchup drauf tust und so weiter. Und ich denk mir so, auf der anderen Seite, ja, auf der Rückseite, da unterschreibt er jetzt drauf, ja. Ich halte ihm das hin, weiß natürlich, wo der Ketchup auf der anderen Seite war. Er greift halt rein, holt sich das Ding ran und greift volle Kanne in den Ketchup oder Senf. Ich als Siebenjähriger, ja. Er so, what is that denn für eine Kacke? Guckt sich das an und ist danach direkt gegangen. Und hat sich die Hände gewaschen. Weißt du, er hat irgendwie da seine Klamotten. Der hatte, glaube ich, so Handschuhe an, die waren halt voller Ketchup. Wie geil. Und weißt du, Jay, du hast Ketchup so rausgeholt. Es ist halt mega lustig. Das wollte ich halt gar nicht. Ich wollte einfach nur eine Unterschrift haben von Frederik Meissner, weil ich halt immer voll gerne
das Glücksrad gesehen habe. Der und dann habe ich am Ende Müll gewühlt. Ich habe, ja, ja, aber ich habe danach nicht das gegessen, wie andere wissen, so, ja, aus Pete's Meat. Und, die Packung war ja verschlossen. Wait, what? What? Aber es ja, ist zumindest eine lustige Anekdote, die ich glaube ich auf jeden Fall auf jeden Fall halten sollte, dass ich als Frederik Meissners Handschuhe versaut habe mit 7 Jahren. So. Okay, ja, nice sonst one. Haben wir noch als eine kleine Feedback-Sache habe ich noch mitgenommen, die wir aber nicht umsetzen werden. Viele haben sich gewünscht, dass wir in Profi da was übernehmen, weil ja dann Scrap Mechanic, dann hast du nachher am Ende ja einen Preis, was Cooles. Und einige hatten geschrieben, hey, dafür darfst du in Scrap Mechanic das Ding benutzen oder irgendein Item dafür benutzen. Das fand ich aber doof, weil das ein anderes Projekt ist, das Profi-Projekt, und man nicht dadurch irgendwie einen Vorteil gegenüber den anderen hat. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber dann, nee, dann nur die ein, hat der eine Vorteil, das ist doof. Ja, ja, außerdem geht's ja auch um selber bauen und genau, solche Geschichten. Also ich würde gerne den Pokéball benutzen nächstes Mal und euch auch ausrammen, also das ist schon ganz schön geil. Rammen, du tr- ja. Also okay, wir dafür nur Peter jetzt benutzen dann. Ja, Zeit ist ein bisschen knapp jetzt geworden, keine rosa Brille, ist mehr so ein Nischenformat geworden dann, haben nicht so viele Leute geschaut, aber hey, kam auch ganz gut an, das meiste, was gesagt wurde. Jo. Das Geilste ist, das muss ich auch im Vorfeld sagen, ein paar von uns haben das vorher sich angeguckt und haben also gefragt, ey, jetzt haben wir endlich noch so ein Fazit machen, und ich natürlich Snowy mich über die Meinung hinweggesetzt und gesagt, nein, das ist viel lustiger, das Ende, was ich gewählt habe. Was ja, war das meistgewünschte? Ja, bitte ja, mach ein Fazit. Alles klar, sollte ich eigentlich direkt auf euch hören. Ich habe die zweite Folge schon aufgenommen, weil ich habe echt viel Spaß daran gehabt. Auch ohne Fazit. Ja, genau. Fuck, jetzt ist es recht. Und mein Fazit ist, zack, Schnitt. Ja. Das wäre eigentlich echt witzig. Aber nein, ich habe dann ein Fazit tatsächlich gemacht. Nächstes Mal geht es um das allererste Command & Conquer, was ich niemals gemacht habe. Und da hatte ich sehr viel GDI Spaß. Mit GDI und Nord? Mit GDI ja, und Nord, absolut korrekt. Ja, das habe ich früher mal gespielt. Wurde dann quasi, wo dann diese Granatenmännchen kommen und du dann einfach die immer Pixel werfen. Ja. Einfach ja, ein Pixel. So vier Pixel. Ich werfe ein Pixel rüber auf dich und dann explodiert der Pixel. Wie viel Lebenszeit verschwendest du immer darauf, hinzukriegen, dass so eine Scheiße in OBS reinkommt? Ja, also bei tatsächlich bei der Elder Scrolls gar kein Problem. Echt? Also ich musste das halt in einem DOS-Emulator musste ich es zum Laufen kriegen. Ja, okay, das hat ein bisschen gedauert, aber ja, das war gar kein Problem aufzunehmen. Command & Conquer war eine ganz, ganz andere Nummer. Das hat den halben Tag gekostet. Aber das läuft nicht über DOS-Box automatisch, oder? Also das gibt's jetzt irgendwie nicht bei GOG oder irgendwie sowas. Du kannst, du kannst quasi das Spiel runterladen auf der offiziellen Internetseite kostenfrei, brauchst aber den DOS-Box, also DOS-Box ist ein Emulator für DOS-Spiele und musst dir dann halt kurz durchlesen. Du musst halt dann das Verzeichnis mounten und dann halt ausführen mit Befehlen, aber das ist echt easy peasy. Ist so wie beim alten C64, wo du dann von der Disk starten musst und alle Befehle eingeben musst, so ähnlich. Ich glaube, ich hatte mal Arena gespielt, auch einer der alten Teile, aber ich fand, also nicht mal das Abschreckende, dass der halt von der Grafik so hässlich ist, sondern ich fand den einfach bockschwer. Ich bin halt laufend gestorben. Also. Das ist mir halt nur das eine Mal dann am Ende passiert, tatsächlich, als ich den Schmied bestehen wollte. Was ein großer Fehler war, weil ich ihm kurz vorher das Schwert gegeben habe, um es mein Schwert, und dann hatte ich kein Schwert mehr. Na. Das muss aber, glaube ich, echt damals der Shit gewesen sein, dieses Spiel, wenn ich mir halt angucken. Arena tatsächlich nicht. Oder? Also das mit Daggerfall kam der tatsächliche Durchbruch dann. Arena weiß ich auch nicht so hundertprozentig, wo es da gehapert hat. Das größte Problem war wohl das Marketing, weil es halt immer als halt Action-Spiel bezeichnet wurde und vermarktet wurde, und es war halt ein komplettes Rollenspiel von vorne bis hin. War halt kein Action-Spiel. Naja. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es immer natürlich ein bisschen Arbeit ist, aber da gibt es also mindestens noch eine zweite Folge. Mal gucken, wie die ankommt. Ich bin halt sehr gespannt. Du hast doch zum Beispiel, falls du noch irgendwie Spiele brauchst, ich glaube, du hast noch eine Spielefibel, unabhängig jetzt von deinem normalen Spielewissen, welche Spiele du da nehmen kannst. Ich bin sehr gespannt, ob du vielleicht sowas wie Deus Ex oder so mal spielst. Deus Ex hatte ich witzigerweise schon runtergeladen, weil ich das als zweite Folge machen wollte, aber habe mich dann kurz vor knapp doch auf COC gewechselt. Okay. Weiß ich auch nicht warum. Also an dem Tag waren mehrere Spiele, die kurz davor waren, aber es ist dann Command & Conquer geworden. Ich hatte irgendwie voll Bock auf diese scheiß Videosequenzen von Command & Conquer. Keine ich Ahnung. Das war das Beste früher. Ich finde das gerade komplett cool,
ich habe jetzt gerade 6 Minuten 11 auf bei Peter, wo er sich die Map anguckt. Ja, da siehst du Morrowind oder Morrowind, ja. Skyrim, Hammerfell und was weiß ich. Und habe gerade dann mir Skyrim angeguckt, denke ich mir so, Alter, das ist ja echt genau die Map, wie sie halt quasi jetzt auch in Skyrim war. Und habe gerade das nochmal aufgewandt. Ja, aber finde ich halt cool. Im ersten Teil kannst du sogar überall hin. Du kannst überall starten. Die haben die komplette Welt da drin, aber das ist halt nicht wirklich so. Ne? Also das ja, natürlich hast du nicht mal eben die ganze Skyrim-Welt von damals. Da drin. Von jetzt. Also das ist halt echt schon cool. Aber das ist ja der Kniff an Elder Scrolls. Also hier die unterschiedlichen Landesteile da. Ja. Wo spielt denn Oblivion? In der Imperial-Provinz, ne? Ja, keine genau, Ahnung. Dann in echt? Der Mitte. Okay. Ja, da wo der Fluss ist. Genau. Okay, das heißt, das nächste ist dann High Rock oder Valenwood oder was? Tatsächlich, manche Add-ons spielen dann auch in anderen. Wo kommen denn die Wüstenviecher her, die Katzen? Weiß ich gar nicht. Ich kenne mich mit der Lore gar nicht so aus. Du meinst die Khajiit? Ja, ist genau, voll Wüste? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Black Marsh ist das, wo die Echsenwesen herkommen, aber auch das weiß ich nicht hundertprozentig. Macht aber, das ist aber irgend so ein Sumpfgebiet, also es könnte schon sein. Würde passen. Elsweyr ist das, glaube ich, Khajiit aus. Naja, whatever. Ja, whatever. Also, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall noch eine zweite Folge. Gut, also wir haben mehrere Formate letzte Woche gestartet. Alle eigentlich durchweg ganz okay angekommen. Mhm. Also danke wie immer für euer Feedback da draußen. Wir versuchen das echt zu beachten. Meins war am besten. Ja, Christian. Dein Feedback. Christians kommt noch. Bei mir, das involviert halt alle Leute, die sich da erst Sachen für angucken müssen, diverse Filme. Und das kann man halt nicht irgendwie, also ich kann jetzt nicht sagen so, ey, geh mal morgen ins Kino oder so. Das funktioniert halt nicht. Deswegen dauert das ein bisschen. Ja. Gut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sushi. Haut rein. Ciao. Konnichiwa.